Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Panzer Corps 2 War Stories Fall of Poland. Wir kämpfen ja die Schlacht um Lwów, denke ich, dass so ausgesprochen wird, wer weiß. Und sollen die polnischen Goldvorräte, die befinden sich hier irgendwo auf diesen Trucks, in Sicherheit bringen, nämlich nach hier unten, nach in diesem wunderschönen Ort. Und die Russen versuchen das natürlich zu verhindern. Tja, und da müssen wir mal gucken, wie wir denen beikommen können. So richtig easy ist das nämlich leider nicht. Also, ich würde sagen, wir schauen mal gerade. Bis dahin vielleicht erstmal laufen. Dass wir diese Flugabwehr ein bisschen dezimiert bekommen. Oha, da ist ein Panzer. Ah, okay, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Ich hätte da oben mit deutlich weniger Gegenwehr gerechnet, muss ich gestehen. Da müssen wir hier von der Seite irgendwie ein bisschen Unterstützung leisten, denke ich. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen sollen. Könnt ihr euch wieder zurückziehen? Ja, das würde gehen. Okay, gut. Dann gibt es hier einen kurzen Angriff. So, erstmal machen wir es so. Die kommen hier hoch, die Jungs. So, dann schaffen sie es natürlich nicht mehr bis dahin. Aber wir können uns hier wieder zurückziehen. Ich hätte gehofft, diesen Flugplatz dort einzunehmen, wäre ein bisschen einfacher. Aber warte mal, nochmal zurück bitte. Die Jungs können natürlich nach dort. Und dann können wir nach hier. Ja, aber die brauchen der Hilfe, die Jungs. Unbedingt. Da ist noch ganz schön was los. So, wie sieht es denn hier aus? Wo ist denn unsere Flugabwehr dort? Ja, war okay. Nicht super. So, dann verstärken wir unsere Jäger erstmal. So, und da haben wir hier ein paar Panzer im Wald. Das ist natürlich ganz gut für uns. Wo ist denn unsere ATR-Infanterie dort? Die sollen das hier mal regeln. So, hier unten, da gab es einen Suizidangriff, wie es aussieht. Es lief also ganz gut für uns. Also, und jetzt müssen wir aber schauen, dass wir diese Stadt hier irgendwie... ein bisschen verteidigt bekommen, ne? Wo können wir da... wo ist denn unsere Artillerie, die nächste? Ich dachte, hier würde eine rumstehen. Da oben ist die. Ah, die ist sehr weit weg. Die ist leider echt weit weg. Ja, da müssen wir hier ein bisschen langsamer machen. Ja, vielleicht lasse ich die Kavallerie hier unten diese Straße ein bisschen sichern.
damit die nicht komplett unbewacht bleibt. So, mit dem Panzer rücken wir durch die Mitte vor. Wen können wir da mitnehmen? Wo können wir uns dort positionieren? Hier an diesem Waldstück vielleicht? Ein bisschen weiter würde ich eigentlich schon kommen. Die Pioniere, die kommen bis hierhin. Das ist super. Dann sehen wir ein bisschen weiter. Ja, dann positionieren wir uns erstmal hier entlang dieser Straße. So, wie rum machen wir das? Die Panzer im Süden oder? Wir hätten darüber gekonnt. Haben die sich schon bewegt? Ich glaube nicht, ne? So, dann können wir das nämlich so machen. Und dann bedrohen wir die da schon mal richtig, richtig gut, die Jungs. So, nehmen hier auch so ein bisschen Artillerie mit. Und dann können wir nämlich diese Luftabwehr hier doch aufreiben. Und dann sind wir da wenigstens so ein bisschen sicher. So, wen habe ich jetzt für da oben? Niemanden. Klasse. So, die Panzer kommen hier mit. Da drüben haben wir so ein bisschen hügeliges Gelände. Die Panzer sind Aggressoren. Das könnte uns gleich in die Hände spielen. Ach, die kommen nicht weit genug. So, dann kommen die hier hin mit. Ja, die Flugabwehr zieht hier nach. Hier hin. Dorthin. Hier ist, glaube ich, ganz gut. Da haben die Artillerie Unterstützung. So, die Panzer müssen wir mal gucken, wo die hin sollen. Die Jungs hier müssen sich verstärken, auf jeden Fall. Die können wir vielleicht hier unten hin mitnehmen. In der Hoffnung, dass sie da erstmal unbemerkt bleiben. Mal sehen, wie lange das gut geht.
die Jungs könnten eigentlich in den Süden mit, ne? Habe ich noch einmal. Naja, aber bringt jetzt nichts mehr. So, die Trucks sammeln wir irgendwie hier drüben. So, Leutnant Urbanowitz. Da kann da unten mit. So, hier haben wir noch eine Flugabwehr. Die würde ich gerne hier positionieren. So, und dann sieht das Ganze, glaube ich, ganz vernünftig aus. Wir müssen mal gucken, ob hier der Flugplatz bewacht ist. Auf jeden Fall müssen da hoch noch ein, zwei Truppen mit. Kommandeur Balinski zum Beispiel könnte damit hoch ein bisschen helfen. Die 88er Flak hilft da ein bisschen. Artillerie-Duell mit dem besseren Ende für uns. So, und dann rückt die Infanterie dort nach. So, dann müssen wir uns das hier mal anschauen. Ja, wir müssen hier irgendwie frei machen. So, und dann zickzacken wir hier so ein bisschen durch. Ah, kriege ich die Jungs da weg? Nicht so richtig, ne? 3-5. Hm. Aber irgendwie so muss es halt klappen. So, die rennen da in den Fluss. Das bringt mir noch nicht so viel. So, aber hier können wir nachrücken. Ach, das ist eine Panzerabwehr. So, das war gut. Dann rücken die Jungs nach und ihr. Genau, kommt bis dahin, wunderbar. So, dann müssen wir mal schauen, wie wir die hier abgeschnitten bekommen.
Also, wenn ich mich hier hinsetze, können die Jungs sich immer noch versorgen, ne? Aber die Panzer nicht. Ja, ich werde mich hier hinsetzen direkt. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir die hier loswerden. Vielleicht mit diesem Bomber. So, die Panzer können nirgendwohin entkommen. Das ist super, der Flugplatz hier gehört uns, das heißt, sie können auch erstmal nichts tun. So, die Artillerie rückt nach hier nach. So, dann gucken wir mal, ob wir die I-16 da loswerden können. Das wäre super. Oh, das war ein super Angriff. Okay, das lief schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir irgendwie da unten vorankommen. Dazu bräuchte ich eine Einheit, die hier oben diese Straße sichert, auf jeden Fall. Und das könnte wirklich meine schwere Infanterie machen. Aber da kommt vielleicht überhaupt niemand mehr entlang. Interessant. Kriege ich eine Artillerie darunter, eine vernünftige? Nee. Da fehlt mir ein Feld. Das ist schade. Also, wir flankieren hier mal diesen Bunker ein bisschen mit unseren Einheiten. So, und dann schaffen wir es, den Bunker hier wenigstens ein bisschen gegen die mechanisierten Einheiten zu schützen. Die Pioniere müsste ich da irgendwo in eine Deckung bringen. Und diese Infanterie hier ist einfach zu langsam. Na, ich versuche die Jungs mal hier unterzubringen.
Und dann werden wir da hoffentlich wenigstens eine Infanterieeinheit los, die unseren Bunker bedroht. So, dahinter gibt es dann eine wunderbare Flugabwehreinheit, die Pioniere setzt hier rein. Wie ist denn das mit dem Aggressor? Angrenzende. Ja, ich traue mich mal trotzdem. So, die 88er können wir dahinter setzen, da deckt ihr alles ab hier unten. Nehmen wir uns ein bisschen Unterstützung mit. Können da ein bisschen Schaden anrichten. So, Hauptmann Orkan können wir hier an den Fluss setzen. Da sollten wir eigentlich einigermaßen safe sein und dann vielleicht den Flugplatz hier von hinten angreifen. Mal gucken. So, die Trucks können hier runter. Da sind sie gut geschützt und die ATR-Infanterie nehmen wir einfach mit. So, was muss ich denn noch machen? Ich glaube, das war's. Alles erledigt. Sieht ganz gut aus. Na, euch kann ich noch verstärken. Das wäre nicht komplett sinnlos. Wo fahren die hin? So, der Panzer fährt einen Fluss. Kommt er natürlich richtig in Schwierigkeiten. Oh, das war nicht so krass jetzt. Und der Bunker ist tot. So, die Pioniere kriege ich da nicht rein. Ich kriege da niemanden vernünftig rein. Ich könnte hier so ein bisschen rumrotieren und das wäre es. Müssen wir uns gleich was einfallen lassen. Also ich hätte auf jeden Fall Bock, da oben anzugreifen. Können wir gleich machen. So, die müssen ja drauf gehen. Und dann können wir hier weiter vorrücken. Und dann müssen wir hier im Prinzip weiter. Fällt mir das? Geht so, ne?
Diese Gebirgsjäger, die können hier den Flugplatz einnehmen. So, damit bekommen die Sowjets hier schon das erste Problem. Also wir kommen hier ziemlich rasant voran. So, die Jungs, die sind gefährdeter, ne? Wenn von hier jemand kommt, trifft er natürlich zuerst auf die beiden Truppen, nicht auf die Jungs hier. Deswegen stelle ich die Artillerie dort unten hin. So, dann können wir da ein bisschen schießen. Verlegen die Jungs einfach mal. Kann ich nicht nach da verlegen, warum nicht? So, kann ich jetzt nach da verlegen? Ja, jetzt geht's. Ah, keine Ahnung, was da los ist. Dann verstärke ich euch. Kann ich euch nach da verlegen? Nee. So, einen Flughafen haben die Sowjets aber trotzdem noch. Aber das sieht alles ganz schön frei aus, wenn ihr mich fragt. Ist es auch. So, dann dürften die sowjetischen Flugzeuge ab jetzt kein Problem mehr sein. Und wir können alle Verbände hier so ein bisschen in die Zange nehmen. Finde ich gut, gefällt mir, macht Spaß. So, die Sowjets haben wirklich keinen einzigen Flugplatz mehr, ne? Das heißt, ich könnte meine Bomber jetzt eigentlich relativ frei bewegen hier. Die kommen nur nirgendwo an. Ja, super. Die Artillerie habe ich jetzt nach oben mitgeschickt. Das war natürlich nicht so clever. Eins zu drei, eins zu vier. Ja, diese Panzerabwehrkanone da muss irgendwie weg. Ah, wie mache ich das? So, wir rotieren hier ein bisschen durch die Gegend. Jetzt hat die sich natürlich zu weit verkrümelt.
So, ich bringe die ATR-Infanterie nach hier. Gefällt mir alles noch nicht so richtig. Na, wir machen das folgendermaßen. Wir werden die Jungs hier werfen, um unsere Flanke frei zu machen. So, dann sind die Jungs dann nämlich einigermaßen safe und wir können hier noch so ein bisschen was sichern. Ja, und dann kommen die Jungs hier nämlich nirgendwo durch oder vorbei fürs Erste. Die überleben jetzt natürlich blöderweise. So, ich denke, die Flugzeuge dürften kein Problem mehr sein, aber wir schauen mal, ob die Sowjets irgendwo noch einen Feldflugplatz haben, von dem wir noch nichts wissen. So, wir bleiben hier schön dicht bei der Luftabwehr. Ach, die Aufklärer, die können vielleicht auch noch mit. Könnt ihr euch noch bewegen? Nee. Okay. Ja, die stürzen alle ab. So, die Jungs verlege ich nach dort. Das hätte ich eben auch schon machen können. So, Hauptmann Orkan guckt sich mal das hier an. Ach, kann ich da gar nicht hin? Moment. Hä? Ach ne, ich kann da gar nicht rauf auf das Feld. Doch, kann man. Okay. Hier kommt wieder nirgendwo an. Panzerabwehr Veteran Stufe 1 sind sie geworden, wunderbar. Das bringt jetzt nicht viel.
So, die Jungs hier müssen wir aufhalten. Ja, machbar. Ihr müsst hier nur durchhalten für den Moment. Ihr werdet noch nicht flankiert. Die Artillerie kommt nicht weit genug. Dann schauen wir uns mal hier drüben um. So, geben den Jungs auch ein bisschen Support. Ah, die können da oben flankieren. So, die Gebirgsjäger kommen hier ein bisschen weiter wenigstens. Aber auch nicht irgendwie in eine entscheidende Position. So, die Pioniere dürfen da in den Wald rein. Das passt schon. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da oben ein bisschen viel Kräfte gebunden hatte, ein bisschen zu viele, aber ein bisschen sieht es ja danach aus. Oh, das war super. Das hat mir gefallen. So, euch verlege ich auch nach dort, würde ich sagen. Ja, und dann passt das soweit. Ach, die fahren davor und ja, eine mobile Flugabwehr ist natürlich noch da. Okay, so langsam wird es da unten doch voll und unangenehm. Boah, da müsste ich jetzt mal sehen können, was da los ist. Ja, hier rücken wir einfach ein bisschen vor. Das sieht alles nicht so gut aus. Vielleicht ein Panzer dort in die Lücke. Ja, das könnte besser funktionieren. So, hier bräuchte ich jetzt wirklich Artillerie. Ah, nee. Gefahr gebannt. Alles in Ordnung. Damit kommen die hier nur mit Panzern rum. Ich schicke meine Aufklärer einfach hier hinten hin. Warum denn nicht?
So, und dann taucht er komplett unerwartet meine schwere Infanterie auf. Oh, Infanterieabwehr-Veteran, super. Das war jetzt super. Da flüchten die einfach nur. So, ihr könnt die Jungs hier erledigen. Und dann haben wir hier doch eine richtig schicke Position. Alle sind verteidigt. Die Gebirgsjäger können hier hinten rumfahren. Den Rückzug über den Sumpf verhindern. Sich dabei hier ein bisschen unterstützen lassen. Ich habe doch gesagt, hier abwärts. Danke. So, und die Ulane. So, die LKWs können das Ganze hier im Norden nämlich umfahren jetzt. Hä? Wo kommen die denn her? Und wieso habe ich die nicht gesehen? Sind die da gespawnt einfach? Muss ich da jetzt echt jemand zur Bewachung lassen? Ja, da muss ich die Jungs hier auf jeden Fall verlegen. Wo kommen die her? Das ist ja wohl eine Frechheit. Ja, das wird ein Fall für Kommandeur Balinski. Alle anderen habe ich jetzt schon woanders committed, leider. Die Pioniere können da auch nach oben kurz helfen. Versuchen wir uns da wenigstens diese Jäger irgendwie vom Leib zu halten. Habe ich noch irgendjemanden, der mobil ist? Ja, hier Leutnant Urbanowitz wäre mobil. Aber der muss halt da hocken bleiben. Sonst bricht hier alles zusammen. Ich habe
keine Ahnung, wo die herkommen. Die müssen da echt gespawnt sein, obwohl das Ding ja uns gehört. Und die kommen jetzt einfach so durch den Sumpf. Absolute Frechheit. Aber nicht mit uns, sage ich da nur. Und da hinten sind schon die nächsten gespawnt. Okay, also das kann man nicht gewinnen. Wir müssen hier unten jetzt schnellstmöglich durchbrechen. So, dann nehmen wir uns ja einmal ATR-Infanterie mit, um unsere Flugabwehr zu schützen. Interessant. Ja, hier konnte ich so einmal vor- und zurück wackeln irgendwie. Ich müsste hier wackeln. Dort einmal vor, angreifen. Einmal zurück. So, die können hier nicht flankieren. Hervorragend. So, dann machen wir die kaputt. Nachher hätte ich natürlich vorher auch immer schön drauf schießen können. So, dann breiten wir uns nach hier hinten ein bisschen aus. Kann ich die Jungs einkesseln? Wenn ich hier hinkommen würde, komme ich da hin? Ja, da komme ich hin. Nicht dahin. Na gut. Ein Sumpf ist auch okay, zur Not. So, ihr könnt hier rüber.
So, was haben die da drüben? Eine ähnliche Einheitenzusammensetzung mitgebracht. So, und jetzt müssen wir im Prinzip nur verhindern, dass die Jungs uns hier in den Rücken fallen. Das sollte machbar sein. So, das hat auch funktioniert. So, dann können die Trucks nämlich aufrücken. Und wir können nächste Runde hoffentlich den Sumpf durchqueren. Und die Trucks dort parken einfach. Und dann haben wir das Szenario nämlich gewonnen. Und müssen uns nicht mit diesen endlosen Spawnwellen rumschlagen. Ihr schafft es nicht durch den Sumpf. Okay. So, ihr braucht noch ein bisschen Erfahrung. Schon genug Erfahrung. So, und jetzt müssen die Jungs ja eigentlich nur hier rein, ne? Das sollte ja irgendwie machbar sein. So, ein LKW evakuiert, zwei LKWs evakuiert, drei LKWs evakuiert, vielleicht, weiß ich nicht. Nee, aber geschafft ist geschafft. Und, oh, hier oben sind richtig große Stacks jetzt gespawnt. Aber, ach so, weil es Wehrpflichtige sind, okay. Also die können nicht, sie sind einfach nur viele. Man kennt es. Ach, und hier drüben sind die auch schon wieder, boah. Das ist ja super nervtötend. Ja. Aber ansonsten ist die Karte frei. Also wir haben die Sowjets sehr gut zurückgedrängt. Nur hier oben dieses ständige Spawn, also man muss dann idealerweise wahrscheinlich wirklich nur den Fluss verteidigen. Aber dann hat man es halt ständig mit den sowjetischen Bombern und so weiter zu tun, das macht auch keinen Spaß. Na gut, das Spiel nähert sich so langsam dem Ende. Ich glaube ein oder zwei Szenarien haben wir noch. Ich finde das mal bis zum nächsten Mal raus. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.